Wir hatten gerade die IoT-Plattform-Konferenz und ich habe mir sozusagen, bevor sie verschwunden sind, als Tagungsleiter nochmal schnell den Horst Lange von der HMS und den Henning Neuse von der Deutschen Telekom AG geschnappt und wollte hören, wie hat es euch gefallen, die IoT-Plattform-Konferenz des ZVII? Ist das ein klasse Inhalt? Ist das ein gutes Format oder wie seht ihr das? Post. Ja, also fange ich mal an. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, dass ich das einer der besten Veranstaltungen in dem Bereich für Plattformkonferenzen halte. ZVI hat ja auch eine große Tragweite. Und es waren, sind auch viele Teilnehmer dabei, die auch, wie wir sagen, in unser Beuteschema fallen. In der Zusammenarbeit mit der Telekom schauen wir nach dem Maschinenbau und Anlagenbetreiber. Und dort sieht man einmal, was technologisch heute möglich ist und wo die Reise hingeht, wie man jetzt auch an theoretischen Vorträgen wie vom Fraunhofer Institut sieht. Man sieht die Vernetzung und wir sind die, die für die OT stehen, also die, die in der Pragmatik sagen, wie es funktioniert, wie die Daten erhoben werden und wir sie dann an die entsprechenden Plattformen weitergeben. Und da, deswegen sind wir auch zusammen mit unserem Partner, mit der Deutschen Telekom, ins Feld gezogen. Ja, Henning Neuse, wie war für dich die Experience? Eine Online-Konferenz nach einem Jahr Pandemie haben wir das ja schon so ein bisschen gelernt in allen Firmen. Wie war die Experience für dich? Hervorragend. Also da würde ich mich mal dem Horst anschließen. Es war die beste, die wir seit langem hatten. Also unsere erste war ja im Dezember. Da haben wir nahtlos angeschlossen oder ihr habt das gut hingekriegt. Die Zusammenstellung der Vorträge und auch der Referenten fand ich wirklich erfolgversprechend. Für mich total interessant. Es war seit langem die erste Konferenz, die ich wirklich von Beginn 9 Uhr bis jetzt eben gerade verfolgt habe, ohne zwischendurch mich auf Mute zu stellen und zu sagen, ich kümmere mich jetzt um die Homeschooling-Kinder oder sonst irgendwas. Also die Referenten, angefangen von Sebastian Seuter über Marcel Meuster und auch Sie, Herr Dr. Ried, Sie haben ja selber einen eigenen Vortrag gehalten. Das war hochgradig spannend und für mich und unser Team, glaube ich, tatsächlich mit etlichen Mehrwerten ausgestattet. Deswegen großes Kompliment an Sie, vielen Dank auch dafür, dass wir was sagen durften und immer gerne wieder, insbesondere auch in Kombination mit HMS. Ja, in dem Sinne hoffe ich, dass Sie sagen würden, für die nächste Teilnahme am 2. Dezember würden wir allen empfehlen, wieder zu kommen und einen Daumen hoch. Auf jeden Fall, ganz sicher.